Franz. Die Mama sagt, ich bin selber schuld, weil mich hätten's bei der Militärmusik in Wien sicher auch genommen, weil ich so musikalisch bin. Was hätte ich dort spielen sollen? Blockflöte? Eine Militärkapelle mit Klavier habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt haben sie mich zur Grenze geschickt. Burgenland. Ganz unten. Manchmal bringt die Bevölkerung den Grenzsoldaten Essen oder warmen Tee auf den Posten. Das habe ich zumindest gehört oder gelesen. Gesehen habe ich hier noch nie jemanden. Heute um 1.57 Uhr. Hallo Franz. Du, ich kann nicht am Wochenende. Ich fahre mit ein paar Leuten auf ein Festival. Ja, und du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch kann. Weder Zeit, ein Mann zu sein. Dein Herz verliert seinen Rand und ich kenn dich irgendwoher, irgendwoher. Auf dein Kopf verdeckt deine Haare und ich kenn dich irgendwoher.
10 Uhr die Nachrichten. Begrüßt Sie Oliver Dötzl. Knalleffekt in der Debatte um die allgemeine Wehrpflicht. Mit 1. Jänner nächsten Jahres sollen in Österreich keine Grundwehrdiener mehr eingezogen werden. Das gab der Verteidigungsminister vor wenigen Stunden bekannt. Damit wird die allgemeine Wehrpflicht in Österreich de facto abgeschafft. Über ein mögliches Nachfolgemodell wird derzeit noch diskutiert. Im Raum stehen ein Freiwilligenheer sowie verschiedene Mischformen, etwa aus Miliz und Berufssoldaten. Fix ist, dass der Zivildienst künftig durch einen verpflichtenden Bürgerdienst für Männer und Frauen ersetzt werden wird. Was aber bedeutet das für das Bundesheer? Welche Aufgaben wird es dann noch übernehmen können? Und wie werden Einrichtungen, die auf Zivildiener angewiesen sind, was heißt das für Österreich?